willkommen wieder zum Livestream heute am Dienstag. Ja, 20 Uhr. Naja, fast. Kurz danach. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und dass wir heute wieder einen hoffentlich langen und schönen Abend haben, an dem wir zusammen Spaß haben und auch gemeinsam ein paar Funny Games spielen. Mal sehen, was ich da wieder vorbereitet habe. Ja, ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid es auch. Im Laufe der Zeit kommt hoffentlich noch der ein oder andere dazu, damit wir hier immer mehr werden. Lenzoman ist auch mit am Start. Moin Moin, sei herzlich gegrüßt. Schön, dass du mit dabei bist. So, Freunde, ja, es kann wieder losgehen. Es ist wieder soweit. Heute hier am Dienstag 20 Uhr auf Twitch. So. Und für alle, die neu sein sollten, sage ich es gerne noch einmal, wann ich wo streame. Und zwar ist es im Prinzip ganz einfach. Die Uhrzeit ist im Grunde genommen immer dieselbe. 20 Uhr. So. Und dann streame ich immer dienstags, so wie heute, und freitags hier auf Twitch. Und samstags auf YouTube. Die Uhrzeit bleibt dieselbe, 20 Uhr. Und auch dort heißt ihr Schizo-Streamer und ihr könnt mich ganz einfach dort finden, indem ihr zum Beispiel einmal direkt hier unter das Video geht und dort findet ihr ein Panel, auf dem steht ganz fett YouTube drauf und wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr direkt dahin. Wenn ihr übers Handy zuschaut, klickt einfach auf Info und dann findet ihr dort auch den entsprechenden Link. Ja, ansonsten allgemein bin ich hier täglich auf Twitch ab 18 Uhr, dann aber immer nur für 30 Minuten. Das Ganze nennt sich Real Talk und da plaudere ich einfach nur so ein bisschen, bringe euch auf den neuesten Stand, was bei mir gerade so los ist oder was mir gerade so durch den Kopf geht. Und ihr könnt das genauso tun. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr denn mal den einen oder anderen Tag an mich denkt und denkt, ey, warte mal, ist gleich 18 Uhr, dann kommt doch einfach vorbei. Und wenn ihr euch mal ein bisschen Luft verschaffen wollt, ihr wollt mal ein bisschen Ärger und Groll loswerden oder ihr wollt was Schönes, Tolles erzählen oder was Witziges, wie auch immer, könnt ihr das gerne machen. Kommt einfach hier in den Chat und dann haut raus, was euch bedrückt oder was ihr gerne an Freude teilen möchtet. Denn ich mache das Gleiche. So. Heute Abend, ja, dafür gibt es gar keinen richtigen Titel. Also ich sag immer, die große Schizo-Streamer-Show, aber das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Letztlich bin es nur ich, der kleine Dorfjunge Kevin. Moin! Ja, gut, aber Kevin, das ist ja eh so eine Geschichte, ne? Kevin ist ja wirklich so ein bisschen so der Dödelname. Es heißt ja nicht ohne Grund immer Alpha Kevin. Was natürlich Quatsch ist. Ja, ich hoffe, niemand denkt wirklich jetzt, alle, die Kevin heißen, sind Deppen. Aber ich möchte dem Ganzen lieber aus dem Weg gehen, bevor es heißt, siehste, du bist auch ein Depp. Ja, und deswegen nenne ich mich hier GK. GK, jawohl, statt Kevin. So, und ich denke mal, damit ist uns allen einen Gefallen getan. So, was erwartet uns denn heute Abend hier? Ja, was bedeutet eigentlich Funny Games? Ja, ich nenne das einfach mal Funny Games, weil es auf jeden Fall nichts ist, wo ich jetzt hier zocke oder so, wie man das meistens kennt hier auf Twitch. Die meisten zocken ja irgendwelche großen Spiele. Und es klingt ein bisschen besser auch, als wenn ich nur sage, lasst uns zusammen spielen. Deswegen Funny Games. So. Ja, Funny Games. Einfach, dass wir miteinander spielen, beziehungsweise, naja, das meiste ist für euch alleine gedacht. Und zwar denke ich mir da immer so ein paar Sachen aus, zum Beispiel Fehlerbilder. Ja, ich gehe mit meinem Handy, so wie es ja jeder macht, gehe hier so hin und her. Gut, das macht nur nicht jeder hin und her gehen, aber Mensch, was ich sagen will ist, ich gehe hier durch Kiel und wenn ich irgendwo ein Motiv sehe, wo ich denke, das ist doch wieder was für Schizo-Streamer, ja, für Fehlerbilder, dann fotografiere ich das. Und dann bastel ich hier anschließend grafisch am PC rum, baue ein paar Fehler ein und dann mal sehen, ob ihr die findet. So, und das könnt ihr dann in den Chat reinschreiben, wie viele Fehler ihr schon gefunden habt und so weiter und so fort. Und dann schauen wir mal und lösen das anschließend auf. Da habe ich in der Regel immer drei Fehlerbilder vorbereitet. Aber auch seit dem letzten Stream neu mit dabei, ja, da gibt es auch noch keinen konkreten Titel für so Wörter suche oder, na, Wörter erraten, passt vielleicht besser, Wörter erraten. Und zwar, wie man das früher noch vielleicht kennt aus der Schule, Galgenbaum, Galgenmännchen, dafür gibt es verschiedene Begriffe. Und wo eben Striche vorgegeben sind, die Striche
sagen einem, aus wie vielen Buchstaben das Wort besteht. Und dann kann man nach und nach einen Tipp abgeben und Buchstaben raten. Und vielleicht ist der ein oder andere Buchstabe dabei. Aber die genaueren Regeln und weil ich das auch ein bisschen anders spiele, dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Ich habe mir aktuell 3 Wörter ausgedacht. Ja, die habe ich mir schon aufgeschrieben. Eins habe ich grafisch schon eingebaut. Schauen wir mal, wie euch das Ganze gefällt. Wenn ihr Bock habt, dann baue ich auch noch die anderen Wörter ein. Aber das muss ich dann live machen in dem Moment. Da müsstet ihr euch ein bisschen gedulden. Oder wir machen einen kleinen Break, das ist vielleicht besser. Machen wir einen kleinen Break und in der Zeit kann ich das nächste Wort dort reinschreiben und dann melde ich mich wieder zurück. Das gleiche auch mit den Fehlerbildern. Das erste Fehlerbild habe ich hier heute schon eingebaut, grafisch. Und die nächsten Fehlerbilder müssen noch grafisch reingefriemelt werden. Dann machen wir am besten immer eine kleine Unterbrechung. Das ist für euch vielleicht auch ganz gut. Dann könnt ihr zwischendurch mal, wenn ihr müsst, auf Klo gehen. Ihr könnt euch nochmal Essensnachschub holen. Oder wenn ihr so wie ich Haustiere habt, ja, ich habe nämlich 2 Katzen, dann könnt ihr die zum Beispiel füttern, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ha! Da bringe ich euch wieder auf eine Idee, was? Da war ja noch was. Füttern, ja. Also, dann machen wir heute hier und da mal eine Unterbrechung und dann kann ich das immer kurz dort grafisch einfügen. Außerdem heute wieder mit dabei ein großes Quiz, bestehend aus 10 Fragen. Und das ist gar nicht so einfach. Das sind ein paar harte Brocken. Ich hatte dieses Quiz schon beim letzten Stream am Start, aber da waren leider zu wenig Zuschauer, dass sich das gelohnt hätte, dieses Quiz hier zu spielen. Also schauen wir mal, wie sich das heute zuschauermäßig entwickelt von der Zuschauerzahl her. Und wenn da zur späteren Zeit mehr Zuschauer am Start sind, dann starten wir das Quiz. Zu gewinnen gibt nichts, es geht um die Ehre und just for fun, aber ihr könnt euch gegenseitig ein bisschen battlen, ja? Haut einfach in den Chat eure Antwortmöglichkeiten raus und dann schauen wir mal, wer recht hatte. Und dann gibt es sicherlich am Ende einen Gewinner. Ein Gewinner der Herzen. Ja, so, also das ist im Groben das, was euch heute erwartet. Unnützes Wissen über Tiere habe ich heute mal weggelassen. Dafür beim nächsten Stream, also am Freitag, dann doppelte Portion davon. Versprochen, ja? Heute keine Tierfakten, aber am Freitag dann doppelte Portion, ja? Also mindestens 10 Tierfakten, wenn nicht sogar mehr. So, okay, ja, ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Wer vorhin schon um 18 Uhr zugeschaut hat, als Real Talk wieder angesagt war, da war es hier noch ein bisschen unaufgeräumt. Ich habe jetzt hier ein bisschen aufgeräumt. Und Leute, schaut mal hier. Ich habe ja im Hintergrund schon so ein paar Karten hängen. Ihr könnt das wahrscheinlich nur teilweise lesen. Aber da sind so ein paar lustige Sprüche drauf oder so ein paar Sprüche, wo man sagt, ja, genau so ist es. Also oben steht, das kann man, denke ich mal, noch lesen. Ich find's lustig. Dann ist hier eine dicke, fette Katze auf der Heizung und da steht, ach, wie gut, dass niemand weiß, auf wen und was ich alle scheiß. Ja, dann steht hier unten nur Mut, ja. Dort habe ich übrigens, als auf YouTube wieder der Stream war, was ihr wollt, der dritte Teil, da war eine Aufgabe davon, ich soll mit der Faust gegen die Mauer schlagen und dabei bekloppte Socken auf den Ohren haben. Habe ich natürlich gemacht und genau über der Karte, weil dort ja auch steht nur Mut, habe ich mit der Faust gegen geschlagen. Man sieht das hier, also ihr könnt das nicht so gut sehen, aber tatsächlich ist hier jetzt so von 3 Knochen ein Abdruck in der Wand. Genau da. Ja. Naja, und so geht es hier mal weiter mit so ein paar Sprüchen und ich habe hier noch eine neue Karte. Und zwar, als ich mit Novi am Drehen war, das war ein Tag nach dem letzten Stream auf YouTube, ja, was ihr wollt, der dritte Teil. Wir hatten dann nochmal einen Bonus gedreht, weil normalerweise gibt es immer 25 verrückte Sachen, die ich mache und diesmal hatte ich nur 18 gemacht. Also blieben ja 7 übrig und die 7 habe ich am Tag danach nachgeholt und das Ganze diesmal draußen und nicht live. Und wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich das Video unbedingt mal ansehen. Geht mal auf YouTube und schaut euch mal das Video an. Was ihr wollt, Spezial. So heißt das Ganze. Und auf jeden Fall war ich mit Nobby unterwegs und bevor wir losgedreht haben, sind wir erstmal zum Imbiss, haben uns schön lecker Döner und Cheeseburger geholt und so weiter. Und dort gab es diese Karte und die fand ich irgendwie ganz witzig und dachte mir, jo, die hänge ich hier noch mit in den Hintergrund. Atemlos durch die Nacht. Ja, das passt auch so ein bisschen hier zu unserer Schizo-Gang. Ziemlich crazy. So, das werde ich hier noch irgendwie mit dazu hängen. So, gehen wir mal zurück an den PC. So. Freunde, ich richte mich hier mal ein bisschen ein. So, das Kabel. So, Mikrofon. Alles klar. Wunderbar. So. Dann haben wir das auch. Ja, ich komme irgendwie, ich weiß auch nicht, ich komme irgendwie nicht dazu, ne? Ich muss hier irgendwie nochmal, ich sag das immer wieder und nichts passiert. Diese Ecke da, das gefällt mir einfach nicht.
Ich habe schon überlegt, ob ich mir hier grafisch irgendwas hinbastel, dass hier an der Seite irgendwie grafisch irgendwas drüber geht. So. Na, wisst ihr, was ich meine? Dass man einfach diese Ecke nicht mehr sieht. Dann sitze ich halt weiter hier. Und hier ist grafisch was eingeblendet. Und dann, keine Ahnung, was da stehen könnte. Muss man mal sehen. Bis Freitag will ich das auf jeden Fall geschafft haben und dann auch endlich mal, dass ich das mit Tippi hier alles richtig eingerichtet habe. Das ist so eine Friemelarbeit. Aber ja, habe ich nicht wirklich Lust drauf. Aber gut, da muss ich mich auf jeden Fall nochmal ranmachen an die ganze Geschichte. So, Leute, wen haben wir denn hier alles im Chat? Lenzoman, dann ist Lenzoman dabei und Lenzoman, ja, seid alle ganz herzlich gegrüßt. Mensch, die ganzen Lenzomans, das ist ja der Wahnsinn. Ja, gut, so. Ja, also, ich freue mich über jeden Aktiven, der hier mit in den Chat reinkommt, denn nur so wird das Ganze ja mit Leben hier erfüllt. Und dann geht's ja auch richtig los. Denn das ist ja das Ganze, dass ich hier diesen Stream immer auf euch so ein bisschen ausrichte. Und deswegen ist natürlich eure Aktivität gefragt. Ja, es ist hier so eine interaktive Geschichte mit den ganzen Spielen und dies und das und jenes. Und dementsprechend ist es aber für mich auch ein bisschen kleiner Nachteil, denn wenn noch nicht so viel los ist im Chat, dann kann ich ja gar nicht starten mit diesen Spielen. Das ist immer so ein bisschen der Haken an der ganzen Geschichte. So, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass hier nach und nach noch der ein oder andere mit in den Chat kommt. Und sobald wir mindestens zwei sind oder mehr, das klingt sehr erbärmlich, ist es auch, dann geht's aber richtig los, ne? Also Freunde, ja, nicht nur zuschauen, sondern gerne auch aktiv im Chat werden, einfach dafür anmelden über Twitch und dann geht das ab hier, ja? Einfach mit reinkommen und dann können wir hier uns zusammen alle austauschen und dann wäre das hier eine feine, unterhaltsame Sache. So. So, das Problem ist halt immer, ach, egal, ich mag das schon gar nicht mehr sagen, dass ich auf der rechten Seite immer alles so verpixelt sehe, muss ich mir das hier rüberholen. So, Lenzoman hostet dich jetzt. Ja, was geht denn? Boom, 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 boom. Danke, Lenzoman. Jawohl, er hostet mich. Das ist doch fein, da freue ich mich. Sehr, sehr schön, Lenzoman. Ich würde dich ja auch hosten, aber ich glaube bei dir, da kommt nichts so Aktives, oder? Ich hatte schon mal geguckt bei dir. Ich dachte, na, wer weiß, vielleicht machst du ja auch zwischendurch irgendwas, aber ja. Mensch, Lenzoman, daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass ich dich frage, ob du mich hosten kannst. Sehr gut, das freut mich natürlich sehr. Vielen lieben Dank. Muss ich natürlich beim nächsten Treffen ihm da wieder so ein bisschen, aber gut, mein Gott. Dafür hat er mich jetzt gehostet und dann ist das auch in Ordnung, wenn ich da den Mund ein bisschen voll nehme. Uff, habe ich das gerade echt gesagt? Oh mein Gott. Ja, habe ich gesagt. So, ja, ich überlege gerade, kann ich schon irgendwas starten? Freunde, ja, es bringt natürlich umso mehr Bock, wenn ihr natürlich im Chat seid. Ja, ich kann es nur immer wieder sagen und euch darum bitten. Aber ich kann natürlich schon mit dem ersten Fehlerbild mal starten. Denn das ist, das müsst ihr ja für euch wissen oder für euch sehen, ob ihr die Fehler findet oder nicht. Aber es bringt natürlich Spaß, wenn ihr das hier in den Chat reinschreibt. Ne? Wie viele Fehler habt ihr schon? Dann kann ich sagen, oh, aber so und so viele sind es noch. Oder da bist du noch weit entfernt vom richtigen Ergebnis. Und danach lösen wir auf. Und bevor ich hier die Lösung zeige, schreibt ihr schon mal, welche Fehler ihr gefunden habt. So, deswegen kann ich es immer nur wieder sagen, es bringt einfach viel, viel mehr Spaß, wenn ihr aktiv im Chat mit dabei seid. Deswegen nicht nur zuschauen, liebe Schizos, kommt mit rein in den Stream. Also in den Chat. Hm? Ihr seid gar keine Schizos. Oh, das müssen wir aber schon nichts ändern. Das ist aber ganz einfach. Einfach mir hier folgen, ja. Einfach mal oben draufgehen auf das Herz. Dann folgt ihr mir hier über ein Abo, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, das ist klar. Und das gleiche am besten auch direkt auf YouTube machen, dort auch einmal Schizo-Streamer abonnieren und dann seid ihr offizielle Schizos und gehört der Schizo-Gang an. Ja, gut, haben wir das.
Ja, ist ein freies Land, müsst ihr selber entscheiden. Entweder sagt ihr, ja klar, folge ich ihm, klar, abonniere ich ihn und so und super, super. Oder ihr sagt, was will der Dödel, Mensch, was glaubt er, wer er ist? Das zweite trifft wahrscheinlich am ehesten zu, aber okay, damit kann ich leben, damit kann ich umgehen. Ist zwar immer so eine gewisse Sache, wenn ich dann abends im Bett liege und einschlafen möchte und ich mich da so ein bisschen ausheule und das Kissen dann da komplett dicht flenne. Aber das muss euch ja jetzt nicht kümmern. Das ist ja ist einfach eine Sache, die muss ich mit mir selber ausmachen. Das ist, da seid ihr, also das müsst ihr selber wissen. So, Freunde, wir starten mal mit dem ersten Fehlerbild. Schauen wir mal. Mal gucken, ob ich hier die Fehler finde. Schaut mal. Knifflig. Ja, da habe ich doch extra mal etwas Schwieriges ausgesucht. Mit den ganzen Schattierungen auf dem Automobil. Ja, schaut mal. Schaut euch da mal ein bisschen um. Ich halte mal ein bisschen meinen Mund und ihr könnt da mal ein bisschen rumkniffeln, ne? Ja, macht das mal. Währenddessen lege ich schon die richtigen Kringel zur Auflösung gleich an die entsprechende Position. So. Wie viele Fehler könnt ihr entdecken? Ein Fehler ist wirklich schwer. Die anderen drei Fehler, die gehen diesmal. Also, ja gut. Damit habe ich es ja schon gesagt. Es sind vier Fehler. Drei, finde ich, sind noch ganz einfach. Einer ist vielleicht ein bisschen knifflig. Kommt drauf an, auf welchem Gerät ihr euch das Ganze hier anschaut. Auf dem Handy ist das Ganze natürlich immer ein bisschen schwieriger, weil es ja umso kleiner dann ist. Da könnte ich eigentlich tatsächlich mal so eine Zeit einrichten, ne? So ein Countdown. So höre ich keine Musik mehr. Ach, geht von vorne los. Ne? Dass man da nicht zu lange wartet und dass es ja dann auch bei jedem Bild immer die gleiche Wartezeit ist. Dann wisst ihr, oh, ich muss die Fehler jetzt finden, die Zeit läuft gleich ab. Ja. Oder wenn ihr schon alle habt, dass ihr dann wisst, ah, okay, so lange muss ich noch warten. Das wäre nochmal ganz sinnvoll. Das muss ich mir mal notieren. Für Fehlerbilder ein Zeitlimit. So, Fehlerbilder Zeitlimit. So, Freunde, könnt ihr die Fehler finden oder nicht? Also, vier Fehler. Ich bin selber mit dem Handy durch Kiel gelatscht und habe hier und da ein paar Fotos geknipst und habe das Ganze dann anschließend grafisch überarbeitet. Und das ist das Resultat. Links das Original, rechts sind die eingebauten Fehler. Wie viele Fehler könnt ihr dort finden? Ich löse gleich auf. Was? So. Okay, seid ihr soweit? I'm ready. Okay, wir lösen jetzt mal auf, ja? Ich denke mal, ihr habt den Fehler gefunden. Also, der erste Fehler. Ich denke mal, also der ist auch nicht der leichteste, aber den, denke ich mal, wird noch jeder wahrscheinlich entdeckt haben.
Und zwar, wenn man direkt mal auf das Automobil guckt, links ja das Original, dann sieht man dort unter dem Seitenfenster, also unter dem mittleren Seitenfenster, keine Ahnung, blaues Schild oder was auch immer da ist, rechts fehlt das Ganze. So, rechts ist es weg. Dann, wer hat es gesehen? Genau vor dem Automobil geht noch eine Straßenmarkierung längs und die fehlt rechts in der Nachbearbeitung. Da ist die Straßenmarkierung weg. Dann, und das habe ich für den schwierigen Fehler gehalten, und zwar hinten, ganz am Ende vom Auto, in der Ecke, berührt schon den Baumstamm. Dort sind auf dem Auto drei schwarze Striche vorhanden und die fehlen rechts. Das könnte ich mir vorstellen, war am schwierigsten, gerade mit den ganzen Schattierungen dann noch drumherum. Und wer das noch auf dem Handy, also wenn das jemand jetzt auf dem Handy gesehen hat und gefunden hat, größten Respekt. Weil auf dem Handy ist das Ganze natürlich am kleinsten. Ja, und der letzte Fehler, ich glaube, das dürfte dann auch jeder gesehen haben, ist hier die Straßenlaterne, die rechts komplett fehlt. Ja. Das waren sie. Das waren die vier Fehler auf diesem Bild. Wie gesagt, ich habe noch weitere Bilder für euch, aber ich habe sie hier noch nicht eingefügt. Das würde ich natürlich sehr gerne machen. Allerdings ist es für euch dann absolut langweilig, wenn ich hier die ganze Zeit rumdüdel und rumdoktor und ich euch in dem Moment nicht unterhalte. Deswegen glaube ich, ist es ganz sinnvoll, eine kleine Unterbrechung zu machen, einen kleinen Break. Lasst mich kurz diese Bilder einfügen. Sagen wir mal, bevor ich eine zu geringe Zeit sage, gebt mir mal 5 Minuten. 5 Minuten, dann habe ich die nächsten 2 Bilder eingefügt und dann sehen wir uns wieder. Ich schaue auf die Uhr, aha, alles klar. 5 Minuten, dann wieder da, dabei sein, dranbleiben, mitraten. Wir sehen uns, bis gleich.
wieder. Ja, sorry für die Wartezeit, aber nun kann es weitergehen. Ja, eine kleine Unterbrechung. Ja, eine etwas längere Unterbrechung. Aber nun geht es ja weiter. Wir haben Spaß. Ja, das Ganze heißt nicht ohne Grund heute so. Und wir wollen auch Spaß haben. Ich hoffe, ihr auch. Kommt am besten mit rein in den Chat. Dann bringt das Ganze hier auch Spaß. Umso mehr aktiv sind hier im Chat, umso mehr bringt das Ganze dann am Ende auch Spaß. Und ja, warum war ich jetzt kurz weg? Für alle die neu dazugekommen sind. Ich war gerade weg, weil ich noch etwas vorbereitet habe. Ja, ich habe etwas vorbereitet und zwar das nächste Fehlerbild, beziehungsweise die nächsten zwei Fehlerbilder. Denn hier gibt es beim Schizostreamer immer Fehlerbilder, wenn ich durch Kiel latsch und meine, oh, das ist aber ein gutes Motiv, das könnte ich mal fotografieren, dann mache ich das. Und anschließend bearbeite ich das Ganze hier grafisch, damit ihr wieder auf die Fehlersuche gehen könnt. Wo ist denn da der nächste Fehler? So, und es gibt immer drei Fehlerbilder und ich hatte bis jetzt nur eins hier eingefügt, grafisch. Und jetzt habe ich gerade den Break genutzt, um hier also die nächsten zwei Bilder einzufügen. So, nachher machen wir das Ganze nochmal so, denn wenn wir die Wörtersuche starten, dann habe ich das erste Wort hier auch vorbereitet und ich habe noch zwei weitere Wörter, die habe ich hier noch nicht eingefügt. Dann machen wir später nochmal einen Break, wieder so circa 5 Minuten und dann melde ich mich dann später auch wieder zurück. So, seid ihr startklar für die nächste Fehlersuche? Gut, also Fehlerbilder, brauche ich ja nichts zu sagen. Ganz einfache Geschichte, links das Original, rechts die Fälschung und ihr müsst versuchen, die Fehler zu finden. Wie viele es sind, sage ich nicht, sage ich erst später. Schaut erst einmal, ob ihr sie findet und wie viele ihr findet. Könnt ihr gerne in den Chat zwischendurch schreiben, wie viele ihr schon gefunden habt und dann kann ich euch ja mal einen Tipp geben, ob es noch mehr sind oder ob ihr schon alle habt. Jetzt muss ich selber erstmal wieder suchen, weil nebenbei markiere ich jetzt hier die grünen Kreise, die nachher zeigen, wo die Fehler sind. Jetzt muss ich selber erstmal wieder suchen. Erkennt man wahrscheinlich gleich die grünen Kringel gar nicht so gut, ne? Naja. Selber ein Ei gelegt, was? Ach so, nee, okay. Aber nicht so gut die grünen Kringel, wenn ich das gleich auflöse. Schau mal eben, ob ich die irgendwie umfärben kann. Mal sehen. Chroma Key, Color Key, Farbkorrektur. Okay.
So, noch eine Minute, dann löse ich auf. Es sind drei Fehler. Drei Fehler. Habt ihr sie schon oder noch nicht? Drei Fehler. Drei Fehler habe ich eingebaut. Und wir lösen jetzt gleich auf. So, seid ihr soweit? Also, natürlich ist hier was mit den Blumen passiert. Und darauf liegt nun unser Hauptproblem. Merkmal. Und zwar der erste Fehler, ja, halt eine rote Blume, die fehlt. Und zwar an dieser Stelle hier. Seht ihr diesen lilanen Kringel jetzt, der eingeblendet ist? Ich lasse ihn mal ein bisschen aufblinken. Na, seht ihr das? Nö, geht nicht. Okay, ich lasse ihn nicht aufblinken. doch, ich lasse ihn nochmal aufblinken. Achtung, weg und wieder da. Da. So, okay, sollte jetzt jeder gesehen haben. Dann fehlt die nächste Blüte und zwar rechts von dem Kringel, etwas tiefer. Dort. Dort fehlt die nächste rote Blüte. Ich lasse auch diesen Kringel noch einmal verschwinden und erneut erscheinen. So. Und eine Blüte ist hinzugekommen, die vorher nämlich gar nicht da war. Und zwar an dieser Stelle hier, dort, in der Mitte von diesen beiden Kringeln. Dort ist eine Blüte hinzugekommen, die links im Original gar nicht da war. Das sind die drei Fehler, die hier versteckt waren. So, wie gesagt, es gibt ja immer drei Fehlerbilder, das heißt, es kommt natürlich das nächste. Ich möchte nochmal aufmerksam machen auf meinen YouTube-Kanal, dort findet ihr mich auch. Schizostreamer, genauso wie hier, zusammengeschrieben. Und noch einfacher natürlich, wenn ihr per Link dorthin findet. Und zwar unter dem Video, was euch gerade angezeigt wird, unten gibt es ja verschiedene Panels. Dort gibt es alle weiteren Links auch, die ein Schizo ebenso braucht. Also dort findet ihr zu Discord, zum Twitch-Server, und zwar der Schizo-Server 2.0. Und außerdem findet ihr dort zu Tipeee und eben zu YouTube. So, dort könnt ihr per Link hin, und wenn ihr übers Handy zuschaut, einfach mal auf Info gehen. Dort findet ihr dann dasselbe. So, wir wechseln dann mal das Bild, denn ein Bild habe ich ja noch. Und zwar dieses hier. Und wie viele Fehler sich dort verstecken, sage ich später wieder. Die 8 Euro. Hast du die per Tipi rausgehauen jetzt? müsste ich mal gucken. Mal schauen. Am einfachsten ist, ich gehe mal in die E-Mails. Denn dort müsste ja auch eine Nachricht kommen. So, jawohl, ganz genau, ist angekommen. Gut, vielen lieben Dank, Novi, sind wir quitt, ne? Sehr gut. Und das jetzt über Tipeee. Dann geht das ja direkt mit rein, hier in das Geld
für meine Beleuchtung. Dafür möchte ich ja gerne das Geld, da brauche ich 70 Euro. Und da möchte ich gerne das Geld für verwenden, wenn ich denn auf 70 Euro komme. Ja, ab dem nächsten Stream, ab Freitag, dann hoffentlich auch endlich mal alles fertig eingerichtet hier, dass man dann auch alle Einblendungen sieht, wenn jemand mich unterstützt, wenn jemand mir neu folgt, mich abonniert und so weiter und so fort, dass das Ganze hier sichtbar ist. In Neuseeland übrigens haben sie, haben Taucher einen großen Riesenkalmar gefunden. Habe ich schon mal bei Tiere der Welt, mein anderer Kanal, den ich jetzt also so nicht mehr betreibe, aber bei Tiere der Welt schon mal über die größten Tiere der Welt berichtet und da kam der Riesenkalmar auch vor. Und da haben gerade wieder welche so ein totes Tier gefunden, das an Land gespült wurde, so ein Riesenkalmar. Die sind wirklich extrem groß. So, okay, jetzt muss ich mich aber nochmal hier selber auf die Fehler Bilder konzentrieren. Denn ich muss die Kringel ja noch markieren und an richtiger Stelle hinsetzen, damit ich gleich auflösen kann. So, soll ich mal sagen, wie viele Fehler dort sind? 4 Stück. 4 Fehler. Dann löse ich gleich wieder auf. Noch eine Minute. Grüße an Nick, falls er zuschauen sollte oder das Ganze anschließend nochmal sieht. Liebe Grüße auch an liebste Mama, an Feig, an Topsenmania und alle, die mir hier folgen und alle Abonnenten. Ihr seid alle ganz herzlich gegrüßt. Also um es kurz zu machen, liebe Grüße an die gesamte Shizu-Gang. Lenzoman ist ja eh schon im Chat. Der ist sowieso nicht nur gegrüßt. Das ist mein Buddy, ne? Bros. Ja, Freunde, stimmt, das sehe ich gerade hier. Ich habe heute... Ne, das machen wir gleich. Ich löse jetzt erstmal auf und dann sage ich nochmal dazu gleich was. So, also schauen wir mal. 4 Fehler waren versteckt. Der erste Fehler, einmal hier direkt an der Ampel. Und zwar links sieht man auf dem Original die roten Ampelmännchen, rechts sind sie verschwunden. Fehler Nummer 1. Der zweite Fehler, und zwar oben die Laterne. Das habt ihr schon alle gesehen, oder? Da fehlt die Laterne. Nur die Stange ist noch vorhanden. Aber nicht die Lichtquelle. So, dann in der Ferne habt ihr das hier gesehen. Das Auto. Links im Original kommt das Auto noch an. Rechts ist es weg. Wenn ich hier einmal rausgehe, ist der Chatverlauf weg. Was ist denn das? So, und der vierte Fehler. Ah ja, habt ihr auch das hier gesehen? Da fehlt das Gulli. Links sieht man es noch, rechts ist es verschwunden. Tja, Freunde, das waren die 3 Fehlerbilder für heute.
Ja, ich hoffe, ihr habt alle Fehler finden können. Und, Lance, was sind das? Hier sieht das aus wie Energies. Sind das Energies? Sieht ein bisschen so aus. Ziehen wir das mal rüber. Twitch Energy Dosen oder was soll das sein? Drink Purple. Gibt's den wirklich? Ach so, ich soll mir generell mal einen gönnen. Aber gibt's die oder was ist das hier? Gibt es Twitch Energies? Her damit! Ja, ich soll mir mal einen Energy gönnen, sagt Nobby. Ja, ich muss ja aufpassen. Ich kann ja wahrscheinlich jetzt die Marke nicht so zeigen, oder? Ich hatte ja vorhin schon in den Real Talk gesagt. Also nochmal für alle anderen, die es nicht wissen. Ich habe mir Energies bestellt. Ich habe das auf einem anderen Twitch-Kanal gesehen. Dort hatte derjenige unten in seinen Panels Werbung und hat dann geschrieben, wenn man sein Codewort da eingibt, dann bekommt man das Ganze günstiger und so weiter. So, ich trinke halt gerne Energies und bin dann drauf gegangen. Und man konnte jetzt 4 Energies bestellen. Plus Versand und das Ganze wohl irgendwie günstiger, generell günstiger. Einmaliges Angebot für alle, die dort zum ersten Mal etwas kaufen oder bestellen. Ja, also für Neukunden. Hatte jetzt gar nichts mit den Typen zu tun, da über seinen Twitch-Kanal und so. Ich konnte auch diesen Code gar nicht eingeben. Der ist dann gedacht, wenn man generell dort bestellt, dass man das immer ein bisschen günstiger bekommt. So, und naja, dann war noch ein zweites Angebot. Statt 4 Dosen könnte man auch 12 Dosen bestellen. Auch das zu einem einmaligen Preis, wenn man Neukunde ist. Und ich dachte, oh Mensch, wenn ich jetzt nur 4 Dosen bestelle, dann ärgere ich mich anschließend, wenn die gut schmecken, dass ich die 12 Dosen nicht bestellt habe, die ich dann vielleicht zu so einem Preis nicht wieder bekommen würde. Also habe ich die 12 Dosen bestellt. Ungefähr 17 Euro. Ne? Mit dem Versand schon dazu. So, heute sind sie angekommen. Es waren 2 unterschiedliche Sorten. Und die eine Sorte, so eine Art Blueberry-mäßig, die schmeckt. Die andere gar nicht. Also für mich gar nicht. Ganz säuerlich und überhaupt nicht mein Geschmack. Und naja, also sprich die Hälfte davon ist schon für den Arsch. Kriegt Novi, jetzt habe ich gesagt, also soll er erstmal probieren und wenn er die mag, kann er die behalten. Die anderen trinke ich aus, aber davon kriegt er auch noch einen ab, damit er da auch mal probieren kann. So, okay, und da soll ich mir einen gönnen. Ja, okay, mache ich, hole ich gleich. Aber da muss ich aufpassen mit dem Logo, weil ich jetzt ja schon darüber so gelästert habe. Muss ich da mal sehen. So, jetzt aber noch eine andere Geschichte, die ich ja gerade schon erwähnte oder erwähnen wollte. Und zwar, wenn ihr mal, ich weiß gar nicht, worunter ihr das jetzt genau findet, aber ihr könnt ja auf meinem Kanal auch immer ein bisschen hier abstimmen. Und zwar die Twitch-Picks. So, jeder, der über einen PC zuschaut, wahrscheinlich auch Tablet oder Laptop, der kann einfach direkt unter dem Video, wo eh die ganzen Panels sind mit den ganzen Informationen und so weiter und so fort, dort wird er das finden. Übers Handy weiß ich gar nicht, wie man das da macht. Ich könnte mal selber jetzt mal übers Handy kurz auf meinen Kanal gehen. Auf jeden Fall gibt es halt so ein Feld, Twitch Picks nennt sich das, und dort kann man immer abstimmen. Und da gibt es aktuell... Ja, komisch, jetzt zeigt er... Ich hatte eigentlich eine neue Frage hinzugefügt. Aber wenn ich da gerade drauf gehe, dann zeigt er immer noch die 2 alten Fragen an. Die könnt ihr aber auch immer noch gerne beantworten und abstimmen. Also ist für mich sehr interessant, ist sehr wichtig. Hat eigentlich eine 3. Frage hinzugefügt, kurz vorm Stream. Aber das hat er vielleicht so schnell nicht umgewandelt. Oder ich lade mal die Seite neu. Mal gucken, ob das was bringt. So, dann gehe ich mal auf meinen Kanal. So. Wo findet man da jetzt diese Abstimmung? Nö. Gar nicht. Wie komme ich dann? So, ich habe das mal neu geladen, die Seite, aber die Frage ist da nicht mit drin. Schade. Denn ich wollte nämlich gerne von euch wissen, ich mache ja auf YouTube immer diese verrückten Sachen, ne? Jeden Samstag 20 Uhr ist momentan so eine Reihe. Jetzt nächsten Samstag kommt der letzte Teil. 25 verrückte, bekloppte, bescheuerte Sachen, wie auch immer man das Ganze betiteln möchte. Quasi Crazy Challenges.
Und da gab es bereits 3 Ausgaben und der 4. Teil kommt jetzt und dann habe ich am Ende tatsächlich 100 verrückte Sachen gemacht. Und das kommt am besten bei euch an, das mögt ihr am meisten, das ist am meisten geklickt, am meisten Zuschauer, am meisten generiere ich darüber Abonnenten und so weiter und so fort. Aber ich wollte das eigentlich nicht fortführen. Aber wenn euch das so gut gefällt, dann würde ich das fortführen. Zwar nicht in dieser Form, dass ich sage, 25 Dinger mache ich live, weil es auch ein bisschen zu viel ist, ein bisschen zu krass. Aber ich würde zum Beispiel sagen, okay, dann mache ich in jeden Livestream, baue ich immer 3 Sachen ein. 3 Sachen, die ich nochmal so verrückterweise mache. Oder eine weitere Idee, so wie ich das jetzt zuletzt mit Novi gemacht habe. Wir haben ja zusammen gedreht, wir sind losgegangen. Es fehlten zum 3. Stream, was ihr wollt, so heißt es eigentlich, was ihr wollt. Und zum 3. Stream fehlten noch 7 Sachen. Und da habe ich das einen Tag nach dem Stream mit ihm gedreht, und zwar draußen. Also mal was anderes als hier vorm PC und in der Wohnung. Und deswegen hatte ich auch andere Möglichkeiten, natürlich draußen abzuspacken. Und das habe ich gemacht und es hat mir sehr viel Spaß gebracht und ich glaube, es ist auch ganz unterhaltsam. Könnt ihr euch gerne mal das Video anschauen, geht mal auf YouTube, Schizostreamer und dann was ihr wollt, Spezial. So, und wenn ihr sowas wollt, dass ich sowas in der Form weitermache, also dass man sagt zum Beispiel, ey, ich mache immer 5 bekloppte Sachen draußen oder vielleicht auch drinnen, auf jeden Fall mache ich 5 bekloppte Sachen. 3 davon muss ich auf jeden Fall schaffen, ansonsten muss ich zur Strafe noch einmal eine unangenehme Sache über mich ergehen lassen. Das wäre doch eine Idee. Und wenn euch das gefällt und ihr habt Bock darauf, dann ja. Dann lasst es mich wissen. Und dafür hatte ich eigentlich jetzt hier eine Abstimmung eingerichtet, aber die wird leider nicht angezeigt. So, und wie man über das Handy zu dieser Abstimmung kommt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wenn das jemand weiß, kann das gerne mal hier in den Chat oder anschließend auch mal in die Kommentare schreiben. Wie man über das Handy in die Umfrage kommt. Dort laufen ja noch 2 weitere Fragen. Und zwar habe ich einmal, hey Schizo, kennst du auch schon meinen YouTube-Kanal? Das würde mich ja interessieren. Kennt ihr den schon? Wart ihr da schon selbstständig drauf? Oder kanntet ihr mich vorher auf YouTube und seid dann hier rüber gewechselt zu Twitch? Also da würde mich das Ganze mal interessieren. Wenn ihr da eure Stimme abgeben könntet, würde ich mich sehr freuen. Außerdem die 2. Frage dort. Gefällt dir der Stream-Inhalt? Also das, was ich hier quasi am Programm mir überlegt habe, wie ich das Ganze hier gestalte. Gefällt dir das oder nicht? So, das sind so die 2 Fragen und eigentlich, wie gesagt, noch die 3. Frage, aber die hat er wohl jetzt nicht angenommen. Naja, dann ab Freitag und dann könnt ihr euch ab Freitag da austoben und abstimmen. So. Gut, Novi, du sagst, ich soll mir hier noch so ein Energy gönnen. Okay, dann mache ich das und wir starten aber zunächst einmal mit dem Wort. Ich habe mir ja wieder ein Wort ausgedacht und ja, da könnt ihr jetzt raten, um welches Wort es sich handelt. Wobei, bevor ich damit starte, müssen definitiv noch mehr Leute in den Chat. Also, wenn ihr gerade zuschaut, kommt doch bitte in den Chat. Erstens könnt ihr das Ganze selber hier mitgestalten. Ja, eure Kreativität soll hier doch mit einfließen. Und vor allen Dingen auch euer Wissen und euer Talent, Sachen zu erkennen. Deswegen kommt hier mit in den Stream. Blamieren gibt es nicht. Schizos, blamieren gibt es nicht. Wenn sich einer blamiert, dann bin ich das. Und zwar auf der kompletten Ebene, ja. Ihr könnt euch gar nicht blamieren. Also, kommt hier gerne in den Chat und haut alles mit raus. Und dann würde ich, wie gesagt, gerne gleich mal gucken. Ja, ich habe mir wieder ein Wort ausgedacht, was aus mehreren Buchstaben besteht. Es ist aber ein langes Wort, das wollte ich sagen. Wir können ja schon mal drauf schauen. Ich habe das Ganze jetzt erstmal Rate doch mal genannt oder Wörter raten, könnte man dazu auch sagen. Das ist mir selber Banane. So, ich sehe gerade, ich muss mich nochmal eben ein bisschen kleiner machen, weil ich da ein bisschen was verdecke. So, okay. So, schaut mal. So sieht das Ganze aus. Dort. Naja, ich habe nur auf die Musik gehört. Ja, so sieht das Ganze also aus. Dort könnt ihr schon sehen, aus wie vielen Buchstaben denn das besagte Wort besteht. Und ja, man kennt es vielleicht von Galgenmännchen oder Galgenbaum oder wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Und wie gesagt, ich nenne das Ganze hier Rate doch mal oder auch Wörter raten. Und ich spiele das ein bisschen anders mit euch. Ihr seht es schon oben eingeblendet, es gibt 8 Versuche. Ihr habt 8 Versuche. Solange ihr immer einen Buchstaben
tippt, der tatsächlich vorkommt, wird euch von den Versuchen nichts abgezogen. Aber sobald ihr mal einen Buchstaben raushaut, der gar nicht vorkommt, dann wird euch ein Versuch abgezogen. Ja, also man könnte auch sagen, ihr habt 8 Fehlversuche. Das wäre vielleicht die bessere Bezeichnung. Ihr habt 8 Fehlversuche. So, und wie gesagt, ihr könnt im Chat dann die Buchstaben nach und nach raushauen und ich blende sie dann ein. Wenn sie vorkommen, wenn sie nicht vorkommen, wird euch ein Versuch abgezogen. Und wenn das Ganze bei 0 angekommen ist, dann habt ihr verloren und ich habe gewonnen, denn ich habe mir dieses Wort ausgedacht. Also letztlich spielt ihr hier auch gegen mich. So, also es ist auch ein Spiel gegen mich. Ich möchte hier natürlich gewinnen und versuche mir deswegen immer ganz schwere Fragen auszudenken. Aber ich habe ja ein bisschen Gnade mit euch und deswegen, ihr seht es direkt hier über mir, gibt es 3 Tipps. Aber die Tipps kosten wiederum einen Versuch. Also, wenn ihr meint, oh, jetzt weiß ich echt nicht weiter, keine Ahnung, oder ihr merkt, oh, wir haben gar nicht mehr so viele Versuche, dann könnt ihr euch einen Tipp kaufen. Und es gibt 3 Tipps, die natürlich helfen sollen, das Wort zu erraten. Der erste Tipp, der ist noch ein bisschen allgemeiner und von Tipp zu Tipp wird das ein bisschen genauer. Und spätestens, wenn man alle 3 Tipps hat, dann, glaube ich, kann man da auf jeden Fall drauf kommen, wenn man vorher nicht drauf gekommen ist. Aber wie gesagt, jeder Tipp kostet auch einen Versuch. Ja, da können alle dran teilnehmen. Ihr könnt einfach Buchstaben raushauen. Allerdings sollten es mehrere Leute sein, aber danach sieht es jetzt noch nicht aus. Dann würde ich immer einen benennen und würde sagen, so, hau mal einen Buchstaben raus. Oder derjenige kann dann auch alleine entscheiden, ob er sagt, nee, ich möchte jetzt für die Allgemeinheit, dass wir einen Tipp kaufen. Ja, ihr seid ein Team. Ja, jeder einzelne Schizo spielt zusammen für die Schizo-Gang. Und ich würde immer einzeln einen aus dem Chat rauspicken und dann sagen, so, du bist jetzt dran, hau mal den nächsten Buchstaben raus. Und wenn ihr einen Buchstaben doppelt nennt, der schon oben steht oder der schon genannt wurde, dann gibt es zur Strafe doppelten Abzug. Dann werden 2 Versuche abgezogen. Das sei noch dazu gesagt. Ja, so sieht das Ganze aus, aber wie gesagt, dafür brauche ich hier mal ein paar aktive Schizos im Chat. Also, nochmals die Aufforderung und die Bitte an euch, liebe Schizos, wenn ihr Bock habt, hier mitzumachen, ihr könnt das Ganze hier aktiv gestalten, Blamage gibt es nicht. Es gibt ja auch nichts zu gewinnen, also gibt es auch nichts zu verlieren. Ja, so. Also, lediglich geht es quasi darum, verteidigt ihr die Ehre für die Schizo-Gang oder kann ich als Schizo-Streamer sagen, yes! Ich habe mir hier ein echt schweres Wort ausgedacht, das konntet ihr nicht knacken. Aber blamieren gibt es einfach nicht. So, also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr in den Chat kommt und euch hier beteiligt. Und ja, dann könnt ihr hier den ersten Buchstaben raushauen. Also, legt einfach los, ne? Da gibt es kein Startsignal. Haut raus. Haut den ersten Buchstaben raus. Und gerne natürlich, dass mindestens 2 bis 3 Schizos hier im Chat sind. Damit ihr euch immer so ein bisschen abwechselt, dann bringt das umso mehr Spaß. Ja. Also passt auf, Leute, wir machen das so. Ich lasse das Ganze hier jetzt nochmal so ein bisschen eingeblendet. In der Zeit hole ich mir mal kurz ein Energy. Und ihr überlegt schon mal, ja? Und bitte, kommt gerne in den Chat und werdet aktiv. Und haut raus, was ihr euch so vorgestellt habt. Ich weiß, Dienstag ist ein schwieriger Tag, das ist mir auch klar. Vielleicht werde ich das auch nochmal umändern. Am Wochenende geht hier definitiv das meiste. Aber ich bin ja auch Samstag schon auf YouTube. Freitag hier auf Twitch, Samstag auf YouTube. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, in einer Woche ist Dienstag vielleicht ein guter Tag nochmal. Aber ich habe schon letzten Dienstag gemerkt, Dienstag geht hier nicht so. Da ist nicht so viel los. Ich mache das Ganze schon extra abends, weil ich mir denke, okay, dann haben die meisten Feierabend, Freizeitbeschäftigung, Hobbys und Co. sind langsam beendet. Aber es scheint immer noch ein bisschen schwierig zu sein. Ja, also ich hole mir mal ein Energy und ja, haut raus, ne? Haut raus, Schizos. Welcher Buchstabe könnte vorkommen?
Bin ich wieder. Hab mir meinen Energy geholt. Nobby kümmert sich ja um mich. Hey, sehr gut, Lenzemann. Geil, also da sind doch schon viele Treffer mit dabei. Sehr, sehr gut. Ja. Ja, wenn ihr nicht wollt, Freunde, dann... Tja. Ich könnte jetzt natürlich das Wort trotzdem spielen, quasi. Zumindest für alle, die sich anschließend das Video anschauen und gerne dort miträtseln. Aber dann würde ich jetzt ja einfach nur nach und nach die Buchstaben einblenden. Das ist ja nicht ganz so cool. So, auf die Shizu-Gang, die heute schläft, ja. Auf jeden einzelnen Shizu. Lenzemann, for you, Daumen hoch, ne? Oder auf Englisch, also Finger heißt ja Finger. Auf Englisch, also gleich. Finger und Finger. Daumen. Und dann ab. Big Uncle up. So, Big Uncle up. Das kann man wohl so sagen. Ja. Also gut, auf die Shizu-Gang und hier auf meinen Manager Lenzemann, ne? Ja. Lenzemann ist mein Manager. Der hat immer Ideen. Schaut euch das Video auf YouTube an, ne? Die 7 Crazy Challenges, die ich da noch gemacht habe. Das Rad, Handstand, Lenzemann. Kreativer Vogel, sag ich da nur, ne? Tja. Oder Lenzemann, soll ich mal raushauen? Hier deine Idee mit dem scharfen Zeug. Soll ich mal erzählen, was du dir da überlegt hattest? Ich habe heute so wenig gegessen. Ist eigentlich auch nicht gut, da nur Energies drauf zu kippen. Was, Mann? Hast du ein Problem oder was? Die Zürich verpisst, Mann. Mach einen Abflug. Mann, leg dich nicht mit mir an, du. Kriegst eine Kopfnuss, Mädchen. Bildet die sie ein. Bin ich mein? Na, hier, die alte. So, arrogantes Mischstück. Lucy. Ja, was, Mann? Ja, was? Kann ich gar nicht ab. Eingebildet. Glaubst du, wer sie ist? Stinkende Katze wie alle anderen. Was, Mann? Jo, alles gut, ne, Mäuschen? War nur Spaß, ne? War nur Spaß. Nee, war wirklich nur Spaß. Komm, wenn ihr die anderen Streams gesehen habt, ne? Ich hab meine Katzen lieb. Immer wenn die kommen. Wo ist Carlo eigentlich? Ich habe ja zwei Katzen. Lucy und Carlo. Carlo! Komm mal her, sag mal hallo. Komm mal her. Oh, Carlo! Spatzmausi. Na los, komm mal her. Komm. Komm mal her. Komm. Komm. Bleib stehen. Bleib da stehen. Brav! Ja, die hören richtig super. Ja, ist alles immer so eine Sache mit der Erziehung und so, ne? Aber gut, gewusst wie. So. Ja, okay, ich erzähl mal ganz kurz. Also, beziehungsweise dann gehe ich hier nochmal rüber. Wenn ich dann wieder so klöne. Nehme ich das Mikrofon mal mit rüber. Ah, so, Freunde. Ach ja, daran habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Aber ich habe ja hier noch... Lenzemann wird wissen, wovon ich rede, ne? 4 gewinnt. Ja, das wollte ich auch nochmal wieder spielen. Naja, noch haben wir ja ein bisschen Zeit, ne? 3/4 Stunde geht der Stream auf jeden Fall noch. So. Ja, und zwar hatte Lenzemann die Idee. Er sagte, ja, du musst mal irgendwie was machen, was auf YouTube so momentan ein bisschen auch angesagt ist und was viele machen und so. Und zwar essen momentan viele immer diesen schärfsten Tortilla-Chip der Welt. Habe ich selber noch gar nichts von mitbekommen. Und er sagte, ja, bestelle ich dir. Ich so, ja, klar, gerne. Ne, gerade im Rahmen von was ihr wollt, wäre das natürlich eine Hammer-Sache.
Ja, und dann wollte er das wohl bestellen und hat sich da ein bisschen schlau gemacht und den gibt es wohl nicht mehr zu bestellen. Keine Ahnung, sind wahrscheinlich zu viele Menschen dran gestorben oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, wenn das tatsächlich stimmt, dann ziehe ich diesen Spruch natürlich zurück. Ne? Oh. Aber sie haben dann sicherlich auch selber Schuld gehabt. Hm? Ja oder nicht? Hm? Ja, und dann hat er gesagt, gut, alternativ hat er da jetzt irgendwie so ein Fläschchen. Ich weiß gar nicht, hast du das eigentlich jetzt schon bestellt, Novi? Oder noch nicht? Er hatte da so ein Fläschchen, also sowas wie Tabasco. Aber das ist noch viel, viel krasser. Richtig übles Zeug. Weiß nicht, Novi, hau mal im Chat, wenn du die Daten noch parat hast. Wie viel Scoville Tabasco hat oder Chili oder was du da sagtest. Und wie viel dann das Zeug an Scoville hat. Also wenn du es parat hast, hau raus. Noch nicht, okay. Noch hat er es nicht bestellt. Ja klar, er hat ja auch hier kein Money bis jetzt gehabt, ne? Aber er hat mir jetzt 8 Euro hier schon überwiesen, ne? Also da muss ich sagen, vielen lieben Dank, Novi, für die 8 Euro. Ich weiß, es bedeutet wieder eine Mahlzeit weniger für dich. Aber gut. Du hast übrigens noch gar nichts dazu gesagt, was du davon hältst, wenn wir zusammen einmal die Woche kochen. Daraus könnte man auch schon wieder voll den geilen Scheiß hier machen für YouTube. Wir beiden Dödel in der Küche und wir kochen zusammen. Aber das wäre mega unterhaltsam. Ah, da hast du noch gar nicht zugesagt, ob du dazu Bock hättest, dass wir uns das tatsächlich ernsthaft mal fest vornehmen, einmal in der Woche zusammen hier zu kochen, damit wenigstens einmal in der Woche ein vernünftiges Essen auf den Tisch kommt, ja, und nicht immer nur Fastfood. Ja, das war noch so eine Idee, das ist ein Ding unter mir und Novi, aber wenn wir das Ganze wieder hier raushauen auf YouTube, dann seid ihr die Ersten, die das wissen. Ihr seid die Ersten, die das wissen. Ja, da war doch alles richtig, Mensch. So, also. Hört sich spaßig an. Dass wir zusammen kochen, oder was? Ja. Noch spaßiger wäre es für YouTube. Wir beide in der Küche. Ja, so. Okay. Und wenn Novi das noch rechtzeitig bestellt und das noch rechtzeitig ankommt, dann werde ich das direkt am Samstag machen. In der nächsten Ausgabe von Was ihr wollt auf YouTube. Ansonsten einfach so mal zwischendurch. Denn noch etwas, was geplant ist, und zwar der nächste überhaupt, ein 24-Stunden-Stream. Ja, 24 Stunden am Stück. Und zwischendurch wird Novi auch vorbeikommen und mir ein bisschen Gesellschaft leisten, damit ich hier nicht so dahin vegetiere. Das steht auch noch an. Eventuell nächste Woche. Ja, wie immer erfahrt ihr all das natürlich als allererstes. Natürlich, da ich ja täglich ab 18 Uhr hier streame, ne Real Talk, würde ich das da dann verkünden, wenn ich da genaueres weiß, ab wann. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich da auf jeden Fall unterstützt und ja, Gesellschaft leistet. Ne? 24-Stunden-Stream ist ja schon ziemlich krass. Ja, dementsprechend würde ich natürlich auch ein großes Programm vorbereiten, damit ich euch auch unterhalten kann in diesen 24 Stunden. So, aber entschuldige mal bitte, aber hier und da müsst ihr mich dann auch mal ein bisschen unterhalten, damit ich nicht einschlafe. So, also dazu die kommenden Tage mehr. So, okay, genug gelabert. Wir wollen ja eigentlich hier mal weitermachen mit der Wörtersuche. Ich hatte es ja gerade eben schon einmal eingeblendet. Und ich warte immer noch darauf, dass hier ein paar Leute aktiv in den Chat kommen. Das ist natürlich immer, ja, es ist ein Problem. Das ist natürlich ein großer Nachteil für mich. Wenn ich das hier alles, den kompletten Stream darauf auslege, mit euch zusammen hier aktiv das Programm zu gestalten. Und dann kommt ihr aber hier gar nicht in den Chat. Ja, dann ist das für mich natürlich so ein bisschen die Morse-Karte. Ich kann ja mal liebste Mama anschreiben, ob sie hier mal dazu kommt. Die rätselt doch auch immer so gerne. So, Moment. Hau ich die mal an hier. Wo ist sie denn? Ja. So. Moinsen. Ich bin ja gerade am Streamen auf Twitch und es ist gerade ein bisschen ruhig, ein bisschen still. Lenzoman ist da, also Novi.
Und es ja, schauen auch hier und da noch ein paar Leute zu, aber es kommt so weiter keiner in den Chat. Und ich habe hier so eine Wörtersuche vorbereitet, und wo man nach und nach Buchstaben raushaut. Wäre ganz cool, wenn du Zeit hättest, wenn du Lust hättest, dass du mal auf Twitch vorbeischaust und hier in den Chat reinkommst. Und dann können wir hier mal die Wörtersuche starten. Ja. Könntest ja mal vorbeischauen, wenn du Bock hast. So, das geht raus an liebste Mama. Okay. Ja, vielleicht sollte ich auch mal, warte mal. Kann ich hier meinen aktuellen Stream teilen? Bestimmt, ne? So, mein Kanal. Wie komme ich denn jetzt hier zu meinem aktuellen Stream? Kann ich nur alles allgemein anklicken? Nee. Aktivitätsfeed? Nö. Was haben wir hier? In Stream verwalten. Link zu Kanal teilen. Naja. Na, immerhin etwas. Genau, WhatsApp. Und dann hauen wir das mal hier raus. Okay. Zack. Gut. Hab ich gemacht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das was bringt. Ob vielleicht noch der ein oder andere hier dazukommt. Schauen wir mal. So, was schreibt denn noch wieder so? 12.12. Scoville. 200.000 bis 250.000 Scoville. Was, was für einer, Chili? Ich kann das immer nicht lesen. Ja, ich hole das mal hier wieder rüber. So. Carolina Reaper Chili. Oder Carolina Reaper Chili. Okay. Oh, 2 Millionen Scoville, Digga. Echt, das kann man einfach so bestellen, ohne dass da irgendjemand sagt, das geht nicht. Keine bestimmten Vorsichtsmaßnahmen oder so. Oder bestellst du die auf ein, hier aus dem Darknet? Du bist ja eh da so irgendwo unterwegs im Darknet, ne? Du kleiner Schmuddelprinz, du. Leute, ich habe Hunger. Habe ich euch das schon erzählt? Ach, ich habe heute nur Brot gegessen. Und zwar nur zwei Scheiben. Einmal mit grober Tierwurst und einmal, was war das andere? Nutella. Ja. Ja. Tja, übrigens, ich habe ja nun mehrfach versucht oder geguckt, ob, Novi, wie hieß er nochmal? Der Vogel, der mich da im Chat besucht hatte. Der mit seinem YouTube-Kanal. Der auch so ein bisschen verrückt ist. Wie hieß der denn nochmal? Mit No Homo. Komm gerade auf den Namen, der ist mir gerade völlig entfallen. Wie hieß der denn nochmal? Mensch, wieso weiß ich das denn gerade nicht? Komme ich gar nicht drauf. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ja, hatte ich ja, um die Geschichte vielleicht mal kurz zu erzählen, wenn das hier einen oder anderen interessieren sollte. Ich komme, wie gesagt, gerade auf den Namen nicht, aber gut, egal. Und zwar kam er bei mir hier in den Livestream rein, also ein anderer YouTuber, ich kannte ihn noch gar nicht. Und dann, ja, hat er mich darum gebeten, mal auf seinen Kanal zu gehen, mal seine Videos anzuschauen. Das Ganze bei YouTube. Jitsu Streamer reagiert auf YouTube. Eine weitere Rubrik dort, die ich zwischendurch mache. Und ja, das habe ich dann natürlich auch getan. Und
ja, so ein bisschen so ein verrückter Vogel, der auch vor allen Dingen gerne zwei Lebensmittel miteinander kombiniert, die definitiv nicht zueinander passen. Zum Beispiel Kinderriegel mit Senf, so. Oder Nutella auf einer türkischen Pizza und so. Solche Geschichten. Und es war sehr witzig, also sehr unterhaltsam. Ist natürlich immer so eine Geschmacksfrage vom Humor her, aber mir hat das gefallen. Und ich habe mir da mehrere Videos angeguckt, habe ein bisschen was zu seinen Videos, zu seinem Kanal gesagt und so weiter und so fort. Und habe gesagt, hey, aber im Gegenzug und so, ne? Erwähne mich dann auch mal in einer deiner Videos oder dass ich zumindest irgendwo mal schriftlich erwähnt werde. Einfach nur so gagmäßig, es ging jetzt gar nicht um Werbung, sondern einfach nur, dass er an mich gedacht hat. Ne? Er sagt immer selber hier so Ehrenmann, Ehrenmann, Ehrenmann. Und deswegen hatte ich eigentlich auch gedacht, ist er ein Ehrenmann. Und dann kam aber leider nichts. Also ich habe da in keinem Video was entdecken können. Nirgendwo. Weder noch, dass er das erwähnt hätte oder sonst was. Und dann fing er auf einmal an, dass er wohl so eine Geschichte bei mehreren Streams gemacht hat. Dass er da reinkommt in die Streams und immer sagt, hey, moin und so, und schau mal meine Videos an und so. Und da macht das immer jeder. Und jeder findet das immer witzig, ist auch witzig. Und dann zeigt er das jetzt mittlerweile auf seinen Kanal und zeigt dann immer, Fans rasten völlig aus, quasi wenn ich im Stream erscheine und so. Ja, das finde ich halt ein bisschen schade, dass er da nichts über mich gemacht hat, beziehungsweise, wie gesagt, mir hätte ja schon gereicht, dass er irgendwo mal eine kleine Einblendung macht oder so. Irgendwas über den Shizu-Streamer oder so, ne? Geht mal zum Shizu-Streamer oder irgendwas, irgendeine Kleinigkeit. Schließlich habe ich ja auch in dem Stream die ganze Zeit seine Videos, seinen Kanal gezeigt. Ich habe das sogar irgendwann noch ein zweites Mal gemacht. Da kam nämlich sein größter Fan wieder zu mir in den Stream und dann bin ich nochmals auf die Videos gegangen. Und ja, naja. Bis jetzt, wie gesagt, kam da gar nichts und insofern so viel zum Thema Ehrenmann. Das finde ich halt schade. Ich finde ihn nach wie vor lustig und ich habe ihn auch abonniert und das bleibt auch alles dabei. Aber ich finde es ein bisschen schade. Ja. Aber okay, so ist das halt, ne? Er ist halt ein größerer YouTuber schon. Ich glaube, er ist irgendwie bei knapp 20.000, 20.000 Abonnenten. Und ich bei knapp 50 Abonnenten. Ja, aber dann sollte man doch nie vergessen, wie man mal angefangen hat, dass man klein angefangen hat. Dann kann man doch mal so eine kleine Sache aus Spaß machen. Mal einfach einblenden, hey, hier Shizu-Streamer und so. Naja, okay, wenn er nicht will, dann will er nicht, ne? Wer hat, der hat schon. Nehme ich ihn jetzt auch nicht übel, ich find's nur schade. Also nehme ich ihn das übel. Nein, ich nehme ihn das nicht übel. Ach Mensch, muss er doch selber wissen. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Ist alles okay. So. Gut, das wollte ich nur nochmal gesagt haben. So, okay, jetzt aber kommen wir mal wieder zurück hier zur Dingsbums. So, Remtix. Genau, Remtix. So hieß er, richtig. Ich hatte gerade hier den Chat ausgeblendet. Deswegen konnte ich es noch nicht sehen. So, Remtix. Absolut korrekt. Ja, und auf Amazon kann man also den Kram einfach so bestellen. Ja. Boah, aber das wäre richtig krass. Das wäre richtig krass. Dann brauchen wir ja schon Feuerlöscher hier, um mir mein Maul zu löschen. Wenn ich da auf einmal so eine Chili esse, ach du heiliger Strohsack. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen echt zu heavy. Also dann bin ich ja erledigt. Also das müssen wir ja dann wirklich am Ende eines Streams machen, weil ich dann nachher dann fix und fertig bin. Und du musst auf jeden Fall hier mit am Start sein, falls mir irgendwas zustoßen sollte. Aber die Geschichte mit der Chili-Flasche, da finde ich auch schon ziemlich geil. Egal, ich lasse mich überraschen. Mach, was du willst, ne? Besorg, was du willst. Sollten wir eventuell das Format hier so ausbauen oder erweitern, dass wir tatsächlich uns mal überlegen, dass wir dauerhaft immer wieder so ein paar Videos machen, wo ich irgendwie 5 Sachen machen soll und ich muss mindestens 3 davon auf jeden Fall machen. Ansonsten habe ich verloren und muss dann nochmal eine gemeine Bestrafung über mich ergehen lassen. Wenn wir so ein Format, irgendwie sowas in der Art hier doch weitermachen wollen, so wie wir halt den einen Tag unterwegs waren und ich da völlig abgespackt bin überall, dann kannst du dir sowieso alles Mögliche für mich überlegen. Dann glaube ich, gebe ich dir das zum größten Teil in deine Hände, dass ich also immer gar nicht weiß, was auf mich wartet. Damit das für mich auch so ein Schockmoment ist und Überraschungsmoment. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, das zu machen. Und wenn die Zuschauer das auch gerne sehen würden, ja, dann machen wir das auf jeden Fall. Ja, gut. So, also per WhatsApp erhalte ich ja keine Rückmeldung von niemandem. Und liebste Mama erscheint ja auch nicht im Chat. Das heißt, wir können das knicken, dass sie kommt.
Okay, dann eben nicht. Dann würde ich sagen, lasse ich das jetzt ja auch erstmal mit dem Wörterraten. Das bringt ja nichts. Also da müssen auf jeden Fall ein paar Leute hier aktiv im Chat sein. Aber eine Sache kann ich auf jeden Fall machen, da Lenzoman ja noch am Start ist, wenn er denn Lust hat. Lenzoman, was hältst du von einer Partie 1-1, 4 gewinnt? Du und ich. Oh mein Gott. Ich verliere wahrscheinlich wieder. Wollen wir das machen? Komm, dann spielen wir nochmal 4 gewinnt, wenn du Bock hast. Und dann, ja, tut es mir wirklich leid an alle, die anschließend nochmal zuschauen oder die auch jetzt noch zuschauen. Aber, ich wollte schon beim letzten Mal das Quiz spielen. Auch da war zu wenig los hier im Chat. Ja, jetzt die Wörtersuche hier, das bringt immer alles nichts, wenn niemand im Chat ist. Das macht die Sendung hier aus. Ja, man kann es ja als Sendung letztlich betiteln. Es ist ja wie eine Sendung. Aber wenn halt niemand hier live sich im Chat beteiligen möchte oder zumindest noch keinen Wind von mir bekommen hat, dann, ja, müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich muss da mal für die Zukunft so ein kleines Notfallprogramm planen, dass wenn wirklich tote Hose ist, so wie heute, dass ich trotzdem hier Inhalt habe. Ich meine, jetzt haben wir ja auch die Zeit schon gut gefüllt. Wir haben zumindest die Fehlerbilder gemacht. Jetzt sind auch schon 90 Minuten Stream wieder um. Über 90 Minuten. Und insofern, irgendwie füllt sich ja dann doch die Zeit, aber man könnte es auf jeden Fall spannender und unterhaltsamer gestalten. Aber das liegt an euch, Schizos. Und wenn es von euch welche gibt, die sagen, Mensch und so, ich finde das Ganze ja toll und gut und ich schaue auch zu und so und ich bin ja auch immer wieder im Chat. Schade, dass da noch nicht so viele darauf aufmerksam werden. Dann bitte, ne, sorgt für den nötigen Support, promotet mich. Ich selber bin ja gar nicht auf Facebook, Twitter, und was weiß ich, Snapchat und Co. unterwegs, mache ich alles nicht. Also wenn ihr mich da in irgendeiner Form so ein bisschen promoten könnt, die Links und so weiter alles raushauen könnt und sagt, hey, das ist unterhaltsam. Vor allen Dingen gerade mit euren Freunden zusammen bringt das doch umso mehr Spaß, wenn die alle mit im Chat sind und ihr euch gegenseitig battlen könnt hier bei den einzelnen Spielen, ja. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr da ein bisschen dafür sorgt, dass hier noch ein paar Leute dazukommen. So, okay, Lobby, dann machen wir 1-1 Duell. 4 gewinnt. Ich stelle das hier mal hin. Dann, ja, schicken wir mal das Wörterding nach hinten an. Also es wäre wieder ein langes Wort gewesen. Ich verrate es jetzt auch nicht. Wo habe ich es denn überhaupt aufgeschrieben? Jetzt weiß ich selber nicht mehr, oder was? Weil ich hatte irgendwo einen Zettel, da hatte ich es mir aufgeschrieben. Mensch, wo war das denn jetzt? Wenn ich den Zettel nicht... Ach, da oben. Ja, okay, okay. Ja. Okay, es wäre echt ein cooles Wort gewesen. Ich wäre sehr gespannt gewesen, ob ihr das herausfindet. Außerdem hatte ich auch noch zwei andere Wörter am Start. Aber okay, dann bewahre ich mir das alles fürs nächste Mal auf. Freitag ist dann hoffentlich mehr los. Dann spielen wir das ganze Freitag. So. 4 gewinnt. Ich hole das mal hierher. Richte mich hier mal ein bisschen ein. Dann muss ich die zweite Kamera ja wieder hierher holen. Moment. Ich mach das mal eben. So, okay, so, dann muss ich mir einmal die Buchstaben wieder einblenden. So. Hier so ein bisschen ein. Okay. So müsste ganz gut sein. Gut. So, Novi. Du bist startklar. So sieht das Ganze hier wieder aus. So, Kamera 2 ist das. So. Und genau, dann machen wir das so. Und dann... Das bin ich. Ich nehme wieder gelb.
wie beim letzten Mal. Und hier schreibe ich nur noch mal Lenzoman hin. So, Lenzoman. Lenzoman. Übrigens ein geiler Name eigentlich. Lenzoman. Klingt so chillig irgendwie so. So ungefähr. Was immer einen auf faulen Lenz. Ja. Gut, okay. Und boom. Ich habe mich auch nochmal eingeblendet. So, da bin ich. Da haben wir es jetzt stehen. Okay, wissen wir alle Bescheid? Gut, soll ich das noch weiter nach hinten schieben? So. Ne, dann kommt das nicht mehr so ganz hin, ne? Muss schon ungefähr so bleiben. Kann man das ja mit der Schrift alles lesen, so? Naja, geht so, ne? Nochmal ein bisschen hoch. Und hier nochmal hoch. Novi, du darfst anfangen. Hau raus, wo du den ersten hinhaben willst. So, der erste soll auf D. Wo haben wir D? Da. Der dritte ist das, der vierte ist das. Tausche ich mal eben die Bilder, dass ich das besser lesen kann. OBS kommt hier rechts rüber. So. Wo mache ich denn den nächsten hin? Das ist egal eigentlich von Anfang. So, Lenzoman. Man kann das hier noch nicht so gut sehen, ne? Die unterste Reihe. So. Ja. So. Pass gerade nochmal die Schrift an. So, okay. Muss machen, ne? Sag doch was. So. E sagt Novi, okay. E ist hier. C, jawohl. Wieder C.
Brav, ganz brav, Kevin. Ganz brav. Das Kitzeln. Okay, so. Wieder C. Gut. Dann. Boom. Was? Ich freue mich, ich habe gewonnen. Und das in der ersten Runde. Darf ich mich mal freuen, oder nicht? Guckt mich der Kater hier an, da. Mann, Mann, Mann. So, Nobby. Soll ich daraus schließen, dass du müde bist? Was sagt der Dienstplan? Wann musst du morgen wieder ran? Ach, Nobby. Um 9 Uhr oder so allein. Das ist auch gut. Ja gut, Nobby. Dann eine Runde noch. 10 Stunden. Eine Runde noch, bevor du schlafen gehst. Und dann haben wir den Stream auch wieder rum. Irgendwie hat er sich dann doch noch gefüllt. Okay, dann darfst du wieder loslegen. So, Novi sagt D. Nächster Buchstabe. Ja, nochmal ein herzliches Moin Moin, liebe Schizos, geht raus an euch. Für alle, die gerade zuschauen, kommt gerne mit in den Chat hier rein. Beteiligt euch aktiv. Darauf ist hier dieser ganze Stream ausgelegt. Es gibt immer wieder so kleine Funny Games. Zum Beispiel sowas wie hier jetzt gerade 4 gewinnt. Oder es gibt auch ein Quiz. Es gibt Fehlerbilder. Es gibt Wörtersuche. Und so weiter und so fort. All das hier bei Schizo Streamer jeden Dienstag und Freitag ab 20 Uhr. Würde mich also freuen, wenn ihr hier aktiv in den Chat reinkommt und euch beteiligt. Und wenn ihr noch kein Schizo seid, dann ist es ganz einfach. Einfach folgen. Einfach mir folgen. Oben auf das Herz klicken. Ich würde mich natürlich auch tierisch über ein Abo freuen. Und mich gibt es auch auf YouTube. Dort heiße ich genauso Schizo Streamer zusammengeschrieben. Ihr findet mich auch unten in den Panels. Da ist das Ganze verlinkt. Und dann könnt ihr per Klick direkt zu meinem YouTube-Kanal gelangen. So. Also, würde mich freuen, wenn ihr euch hier aktiv am Chat beteiligt oder euch zumindest für die Zukunft merkt, dienstags und freitags immer 20 Uhr, dass ihr mit am Start seid und dann können wir das Ganze hier gemeinsam rocken. So, Freunde, Lenzoman sagt E. Hier, ne? Ja. Dann sag ich, wundert mich, dass von liebster Mama nichts kommt. Schläft sie heute mal früher oder was? So. A, B, C, D. Was sagtest du? D. A, B, C, D. Okay. So. Angehört hat sie sich meine Nachricht. Angehört hat sie sich die. Liebste Mama, bist du da irgendwo? Schaust du zu? Dann komm gerne in den Chat rein. V.
Vor einer Viertelstunde hat sie sich das angehört. Was ist mit Marie? Marie, schaust du zu? Wenn ja, dann musst du dich unbedingt hier mal anmelden bei Twitch. Damit du hier auch im Chat aktiv mitmachen kannst, Mensch. So. D wieder. Sagt der Lümmel. So. E. Oh, jetzt muss ich langsam wieder ein bisschen aufpassen. Lanzoman. Ich habe meine Cappy übrigens gewaschen, ne? Weil nach der letzten Aktion, wo ich mit Norvi draußen war, diese 7 Crazy Challenges, die wir als Bonus gedreht haben, habe ich ja mit Eiern jongliert, beziehungsweise habe dann nachher Eier hochgeworfen und mit meinem Kopf zertrümmert. Und dann war ja alles voller Eigelb und auch nachher die Cappy und die hat ganz schön gestunken und deswegen habe ich sie in die Wäsche gehauen. Und die ist ein bisschen eingelaufen. Ich musste jetzt auf einen größer stellen, denn die normale Größe, die ich vorher mal hatte, war zu klein. Und ein bisschen verformt hat sie sich auch. Naja, was soll's. So, Lenzmann, ist das da schon deine neue Ansage? E? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. E? Ich glaube, es ist deine neue Instruktion. Das wäre hier, ne? So. Dann muss ich natürlich mitziehen, ist klar. Ansonsten machst du das Ding dicht. So. Ach ja, es ist... Ah. F. So, liebe Zuschauer, ihr könnt gerne mit in den Chat reinkommen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt gerne mitmachen. Zumindest, ja, wenn ihr euch schon mal zeigt, dass ihr da seid, dann weiß ich, okay, ich kann auf euch eingehen. Und dann schauen wir, was wir als nächstes starten. So, Novi sagt C. Nee, da darf ich jetzt keinen hinpacken. Was soll mir das denn sagen? Dass du mal wieder zum Friseur musst, ne? Dass du so eine lange Mähne hast, willst du mir bestimmt damit sagen, ne? Ha! Gebettelt! So. Ach, wahrscheinlich so, Mist, ne? Das soll das wahrscheinlich heißen, ne? Ja. Ich bin auch fit. Du hast selber Schuld. Du hast gesagt, ich soll einen Energy trinken, ne? Jetzt sind meine grauen Zellen aber wieder sowas von auf Trip. Ja, Mensch, wo... Ich schau mir das mal auf dem Monitor an. Es ist besser zu checken. So, du bist rot. So. Ja, da darf keiner hin. Kann auch noch nichts machen, ne? Ich bin auch noch... Völlig.
Ah, okay. Puh, zum Glück habe ich das noch gesehen. Ah, okay. Puh, echt Schwein gehabt. Ich habe es die ganze Zeit nicht gesehen. Und er hat sich schon gefreut, dass er gleich ins Bett kam. C, okay. Was jetzt aber? Was jetzt aber? Will ich verarschen? So, liebste Mama schreibt, sie kann nicht in den Chat. Warum das denn nicht? Liebste Mama, einfach nochmal die Seite neu laden. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Seite neu laden und dann müsstest du eigentlich direkt drauf losschreiben können. Das, was ich neulich dachte, da mit 10 Minuten lang folgen, das scheint wohl nicht so zu sein. Andere sind auch schon in den Chat gekommen. Und ja. C oder F? Also C habe ich gemacht. C habe ich reingehauen für dich. Der ist ja schon drinne. Jetzt bin ich ja erstmal dran. Und ich lege meinen natürlich bei F jetzt rein, damit du nicht gewinnen kannst. Ja, ach stimmt. Okay, aber dann kannst du ja sagen, dass du einen bei C ein Haus und dann hast du gewonnen. Stimmt. Okay, dann machen wir das so. Also, ich hätte jetzt hier bei F reingehauen. Und dann hättest du gesagt, gut, dann hau jetzt bei C rein und dann hättest du dort deine 4 in der Diagonalen. Sehr gut, Novi. Gut, liebste Mama, ich melde mich da nochmal. Sie kommt hier scheinbar nicht in den Chat rein, warum auch immer. So. Ja, Novi, herzlichen Glückwunsch. Also. Die zweite Runde geht an Lenzeman. So, super. Ja, Novi, dann. Gehst jetzt ins Bett oder was? Ab in die Falle. So, ich trinke nochmal einen genüsslichen Schluck von meinen tollen Energies. Ja, hau rein, Novi. Gute Nacht. Schlaf schön. Ja, Freunde. Die 2 Stunden sind wieder mal um. War es dann auch schon wieder für heute. Ja, schade, dass es heute nicht so aktiv war. Klar ist das Ganze natürlich immer spannender für mich, auch für euch, wenn hier einfach mehr los ist im Chat. Und wäre Lenzoman jetzt nicht am Start gewesen, dann wäre hier gar nichts gewesen. Demzufolge muss ich mir wirklich mal so einen kleinen Notfallplan einfallen lassen. Irgendwas, was ich alles so machen kann, ohne dass ihr im Chat aktiv seid. Falls mal wieder so ein trauriger Tag ist wie heute. Schizos, ich bin aber nicht enttäuscht von euch. Ich weiß, ihr habt natürlich auch vieles anderes um die Ohren und habt viel zu tun. Insofern bin ich ja froh, dass ihr am Wochenende immer mit am Start seid. Insofern freue ich mich natürlich auf Freitag.
Freitag 20 Uhr geht es dann auch hier wieder los. Ich hoffe, dann ist mehr los. Dann können wir endlich mal die Wörter spielen und wir können auch das Quiz endlich mal abfahren und viel, viel mehr. Und ansonsten Samstag wieder auf YouTube, 20 Uhr. Und dann geht's da wieder heiß her. Ich mache dann wieder 25 verrückte, bescheuerte, dämliche Sachen. Und zwar zum allerletzten Mal. So. Und dann schauen wir mal, ob wir quasi dieses Format in kleinerer Form fortsetzen. Ich sagte ja vorhin schon, dass ich dann zum Beispiel 5 Sachen mache. Und das Ganze dann aber nicht mehr live, sondern ja, als Vorproduktion, als Video. Dann allerdings habe ich auch die Freiheit und Möglichkeit, draußen unterwegs zu sein, draußen verschiedene Sachen zu machen. Man kann auch mal an andere Orte fahren, wenn man irgendwie an bestimmten Orten irgendwas Bescheuertes machen will. Das bringt dann auf jeden Fall Spaß. Also, wir sehen uns Freitag wieder. Wie gesagt, 20 Uhr, dann wieder hier auf Twitch. Und ich hoffe, dann ist ein bisschen mehr los im Chat, das Ganze ist ein bisschen aktiver. Oder eben dann Samstag wieder auf YouTube ab 20 Uhr. Und dann wieder 25 verrückte Sachen. Ansonsten könnt ihr mich täglich hier auf Twitch sehen ab 18 Uhr, immer eine halbe Stunde, so ein bisschen Smalltalk, ja, Real Talk habe ich das Ganze einfach mal genannt und dann sage ich euch mal so, was mir gerade aktuell durch den Kopf geht oder was mich beschäftigt, was Neues bei mir so ansteht, was abgeht und ihr könnt das Gleiche auch machen und dann können wir uns hier ein bisschen austauschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei denjenigen, die zugeschaut haben und alle, die das Ganze anschließend sehen, wenn das Ganze nicht mehr live ist. Bei euch bedanke ich mich natürlich auch. Und ganz, ganz doll bedanke ich mich vorab schon mal für jeden, der mir hier noch nachträglich folgt, mich abonniert oder eben auf YouTube abonniert. Vielen Dank, liebe Schizos. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft schön und ja. Ihr wisst ja, ne? Wir sehen uns hier immer wieder und wenn ihr sagt, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wann war das nochmal und wann auf YouTube, wann auf Twitch, dann schaut einfach nochmal hier unten auf die Panels direkt unter dem Video. Dort stehen immer die ganz genauen Daten, wann wir uns das nächste Mal sehen und dort ist auch ein Countdown eingerichtet. Also, gute Nacht, Schizos, schlaft schön und ja, morgen 18 Uhr sehen wir uns hier wieder für ein bisschen Real Talk und ansonsten Freitag 20 Uhr. Tschüss!